Bald kommt Justins Shisha-Channel. Ich seh's kommen. Die Karriere liegt vor ihm. Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. Ich mache ja in letzter Zeit immer mal wieder Reaction-Videos und das habe ich von Justin und von Unge. Jetzt hat Justin ein Video rausgebracht, wo er auf ein Shisha-Video reagiert und da dachte ich, wenn ich jetzt auf Justin reagieren, wann dann? Deswegen gucken wir mal rein. Justin guckt das Video von Veni Vidi Vici, wie sie seine Lieblings-Shisha rauchen. Okay, Rafi. Wir haben über 2000 Likes auf dem einen Video, wie die scharfen Nudeln essen. Okay. Und jetzt? Du hast es versprochen. Was hab ich versprochen? Du hast versprochen im Video, dass wir jetzt die Shisha machen. Was für eine Shisha? Apache. 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 Justin ist noch maximal verwirrt auf jeden Fall. Pistazie Vanille. Pistazie Vanille, Bro. Ach so. Ja, also wir haben schon rausgefunden, also der Lieblingstabak von Justin ist anscheinend der Social Smoke Pistache Breeze. Das ist ein Pistazie-Safran-Vanille-Tabak von Social Smoke. Am liebsten mit Milch in der Bowl, aber da reden wir gleich nochmal drüber, ne, Justin? Hast du schon mal mit Milch geraucht? Nein, gell? Nein. Du auch noch nicht. Ich hab einmal mit Wodka in der Bowl geraucht. Echt? Das ist geil. Wodka in der Bowl geraucht? Also das würde ich niemals machen, als ob ich jetzt so Alkohol in meine Lungen eine... Probier das mal, Justin. Das zwirbelt gut rein. Nicht vom Alkohol im Kopf, sondern einfach nur, weil du das Gefühl hast, der Alkohol in der Lunge zerreißt dir einfach nur die Lunge. Also natürlich ist Shisha generell jetzt nicht gesund, aber ne, mit Wodka weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch noch nie mit Milch geraucht, aber ich glaube, es schmeckt fast gleich, aber ich glaube, der Rauch ist einfach anders. Die Gänge. Ist auch Bullshit. Wie sollte denn Milch den Rauch irgendwie verändern? Funktioniert nicht. Ja, also wenn du rotes Shisha benutzt, hast du dann noch auf einmal roten Rauch oder was? Das funktioniert nicht. Die Gänge ist mein Team. Wie in fünf, Bruder. Die Gang ist mein Team. Veni aber auf jeden Fall stabiles Outfit an. Der Modeboss. Man kennt ihn. Kaufen die sich jetzt echt eine Shisha, weil die 2000 Likes erreicht haben und jetzt eine Shisha machen müssen, die so ist, wie ich sie immer rauche? Völlig casual. Ich bin Michi. Hallo, ich bin Michi. Diese von Shisha World. Ja, sehr merkwürdig. Also das ist auch, das ist zur Info Venis Zweitkanal, wie ich rausgefunden habe. Und deswegen ist das hier jetzt nicht mit so mega rotem Faden. Ja, das ist was. Also ähnlich wie mein Off-White-T-Shirt, weil das ist auch nicht mit rotem Faden genäht. Mein Off-White-Sweater, Verzeihung. Die eine weiß, die anderen sind grün. Der Joke kommt immer noch nicht an. Rauchen ist ungesund und ihr solltet das nicht machen, wenn ihr nicht volljährig seid. Und dann auch, aber macht das. Ja, das ist richtig, Leute. Wir haben hier natürlich auch einen Bildungsauftrag. Rauchen ist nicht gut. Ja, ich rauche auch ab ganz, ganz, ganz selten. Ich habe auch fast keine Pfeifen daheim. Das ist nicht so gut, kann ich nicht empfehlen. Ganz nice und gesellig, wenn es Shisha ist. Also von Zigaretten halte ich auch wirklich absolut nichts. Ihr wisst, was ich meine, ja. Aber same, Leute. Nicht eine Zigarette beim ganzen Leben geraucht. Und dabei wird es auch bleiben, bis ich ins Grab hüpfe. Wenn man sagt, wir machen das Video, weil ab 1. November ist Shisha illegal. Echt? Ist dann in, wo kommt? Wien kommt der her, oder? Und wusste ihr, krass, dass da ab 1. November Shisha illegal ist. Ja, da freut er sich wahrscheinlich vor allem, ne? Weil sein Laden dann auch eher bergauf noch geht, ne? Also, ja. Ich mag Vanille nicht, ich mag Pistazien nicht. Das ist schade. Hast du so eine Shisha schon mal geraucht, den Geschmack? Pistazien habe ich schon mal geraucht, ja. Und ich muss sagen, es hat so ein Gefühl bei mir erweckt, das, wie soll ich es am besten beschreiben, das war so eher so Frechheit. Okay, ja, also es gibt auch einen speziellen Tabak, Pistazien Vanille, das ist schon so in einem. Wie gesagt, das war der Social Smoke, den Justin anscheinend immer raucht. Für mich ist Pistazien Vanille auch nichts, es ist halt Geschmackssache, aber... Ey, wenn es ihm schmeckt, die Regie würde es wahrscheinlich auch feiern. Für mich ist eher nichts. Ja, ich bleib da lieber bei meinem fruchtig frischen Tabak. Passt. Jedem das Seine. Und der schmeckt mir sehr gut. Ich rauche seitdem nichts anderes mehr, weil so diesen ganzen fruchtigen Sachen so, das ist so mir irgendwann auf den Sack gegangen. Aber so dieses Cremige, das finde ich irgendwie nice. Ich würde super, super gerne mal dem Justin ein paar Köpfe bauen. Ja, mal was Fruchtiges, mal was Cremiges und einfach mal gucken, wie er meine Köpfe so findet. Ja, schön mit Funnel und Smokebox. Mal gucken, ob er das mag. Hätte ich echt Bock drauf. No homo.
Wird geil heute. Freust dich schon, gell? Genau, das richtige Fall. Hast du mit Milch geraucht? Nein, hör auf, mit Milch habe ich mich schon mal angespielt. Ja, wirklich? Ja. Und danach habe ich mir dann so ein Schnitzelhausteller reingeballert, weil ich hatte dann Hunger. Aber übrigens, ich habe herausgefunden, es gibt einen fertigen Tabak. Pistazie Vanille. Ja, richtig. Aber den gibt es bei uns nicht. Den gibt es bei uns nicht. Ja, voll. I know. Weil das ist sicher der, weil wir wollen ja die Shisha probieren, weil das die Lieblingsshisha von einem YouTuber ist, okay? Okay, ja. Und der raucht sicher das, weil der ist aus Deutschland. Aber wir versuchen es jetzt nachzumachen. Muss nicht sein. Wir machen es jetzt nach. Doch, doch, ich rauch den. Ja. Oder? Also jetzt nicht privat, sondern halt, wenn ich rausgehe. Echt? Nimmst du die ganze Waffe los? Ja, aber ich schneide ja alles raus, was dir nicht passt. Passt also. Okay. Keine Marken einfach. Cool. Außer Shisha World Wien. Wir sind jetzt auf Mission. Ja. Wir müssen Milch holen. Ich hab Geld erschnort, wir müssen die Milch. Die müssen jetzt noch frische Pistazien holen, um dann den Tabak herzustellen. Milch holen. Der Michi hat gesagt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, Milch zu rauchen. Weil er hat sich das letzte Mal angespielt, wie er mit Milch geraucht hat. Heißt das, sich übergeben oder was heißt das? Und deswegen wollen wir das auf Video haben, wenn das passiert. Und Pistazie ist auch grauslich. Heißt, Pistazie stinkt so hart. Also, wir dürfen keine Werbung machen, außer für Shisha World Wien natürlich. Deswegen keine Tabaknahme im Mund. Ja, aber gut, dass die wenigstens bei Shisha World Wien Werbung eingeblendet haben. Der Werbung-Boss ist wieder am Start. Check. Soll ich jetzt irgendwas gepiept ist? Aber wie gesagt, wir haben irgendwelche zwei Sorten, einfach die er jetzt gehabt hat, mischen wir jetzt einfach zusammen. Weil fertige gibt es nicht in Österreich, illegalisiert. Ja, 10er, wenn es dann nicht viel schlechter schmeckt. Ja, alles zu Meier. Also der Dominik hat uns ja darum gebeten, dass wir laktosefreie Leichtmilch nehmen. Laktosefreie Milch, ja, die schmeckt bestimmt gleich. Nur gemacht, damit Justin reagiert. Der Justin-Effekt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Aber ob auch dieses Video wohl den Justin-Effekt bekommen wird? Wir sind gespannt. Justin. Oder? Ja. Also voll Milch. Mit Laktose. Nimm wenigstens die im Glas. Wir sind umweltbewusst. Ah ja, Entschuldige. Nein, wir sollen eine kleine nehmen, hat er mich gesagt. Wir sollen eine kleine nehmen. Nimm doch die im Karton. Aber die da, die da, die da. So wenig? Das reicht, ja. Oder? Ich glaube schon. Er hat gesagt, verdünnen. Ja, nein, genau, man verdünnt es mit Wasser. Ja, 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 ja. Voll Milch. Okay, okay, Entschuldige. Da gibt's noch Schulen. Was ist denn der Unterschied zwischen Vollmilch und Schulmilch? In der praktischen Schulgröße natürlich. Man kennt es nicht. Gucci, Gucci, Gucci. Bro, du weißt, ich bin laktoseintolerant. Wie soll ich das rauchen? Das musst du ja nicht trinken. Die Laktose verpufft ja. Scheiß, wenn er da. Hast du eine Anleitung dafür oder nicht? Ich habe keine Anleitung dafür, nein. Bald kommt Justins Shisha-Channel. Ich sehe es kommen. Die Karriere liegt vor ihm. Er raucht einfach immer nur Pistazie-Vanille. In jedem Tabak-Review. Mann. Er hat aber nur irgendwann mal gesagt so... Wann habe ich das denn gesagt? Zu Dings, auf dieses Video, wo er von Kevin reagiert hat, Papa Platte so. Wenn du mal in Düsseldorf bist... Ah, stimmt. Hit me up, dann gehen wir auf eine Shisha-Vanille-Pistazie, du weißt. Das war mein Wortlaut. Mit Milch. Mit Milch. Weiß ich nicht, keine Ahnung, das hast du. Ja, ja. Du gesagt mit Milch. Nein, das hast du gesagt. Nein, habe ich nicht, du hast gesagt mit Milch. Nee, cool. Ich habe hier genau dieselbe Shisha. Boah. Geil. Das sieht auch geil aus. Bis zum Strich. Also aussehen tut es schon ziemlich nice, aber denselben Effekt könnte man halt auch mit ein bisschen X-Shisha oder sowas erzählen, ne? Also, ja. Meiner Meinung nach muss Milch einfach nicht sein. Es ist Lebensmittelverschwendung, es bringt nichts oder bringt nicht viel. Ich würde noch. Irgendwie ist das satisfying. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Video jetzt hier nicht so ballern wird, aber ich, ich feiere es einfach hier, mir das gerade anzuschauen. Die Qualität ist auch sehr nice und ich finde es gut. Noch ein paar Eiswürfel dazu gerne. Ja, sind das nicht so? Elias, was machst du da? Gar nichts. Was macht man so mit sowas? Du kannst da deine Gewürze reingeben und sie klären. Ah, die da oben, gell? Mit sowas habe ich aber übrigens nichts zu tun, ne? Mit Gewürzen. Absolut nicht. No joke. Gewürzen. So, Michi, was haben wir da jetzt? Shisha? Was ist das für eine Shisha, Alter? Shisha Bucks, die Cloud Micro. Hat ein Kollege von mir, hab die ein paar Mal bei ihm geraucht, ist sehr nice, aber die sind relativ teuer. Also ich würde sie mir für den Preis nicht holen, wenn die noch ein bisschen günstiger machen würden. Ist schon sehr nice, so als kleine Tischpfeife oder zum Mitnehmen draußen, weil es ist Plexiglas, kein normales Glas. Könntest du also auch mit auf Festivals nehmen und so. Kannst du wahrscheinlich nicht umwerfen. Ist schon nice. Krass, was es so in Österreich gibt. Shisha Bucks, klar. Aber Leute, Lotus 2 auf dem Solaris muss man höllisch aufpassen. Dieser Ring vom Lotus 2, der sitzt manchmal genau hier auf der Kante vom Solaris
Und wenn sich das Ganze erhitzt, kann es passieren, dass sich der Ring auf dem Solaris festsetzt und beim Versuch, das dann abzukriegen, ist Freunden von mir schon hier irgendwie an der Kante was abgebrochen. Also ich würde den Lotus 2 nicht auf dem Solaris benutzen. Laut Micro, mit einem Solaris-Kopf und dem Kalu 2.0. Und ich weiß, was das angeht, gar nichts. Ich bin gar kein Shisha-Mechaniker. Es gibt ja so Leute, die kennen sich mit allem aus, aber... Dafür gibt's extra Channel, Justin. Ich kenne einen. Ich komme einfach nur hin. Kommt die Bedienung und sagt, yo, Justin, wie immer. Ich sag, yo, wie immer. Das Traurige ist eigentlich, also zwei Kollegen und ich, mit denen ich halt immer Pfeife rauchen gehe, auf einer Homo-Basis, auf der Shisha steht unser eigener Name. Also bei mir steht halt Justin drauf. Und auf dem Schlauch steht auch Justin drauf. Also no sexual. Ja, das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass man zu oft raucht. Aber ja, andere Leute rauchen Crack. So. Das ist keine nice Ausrede, ich weiß. Aber ja. Nee, sehr, sehr guter Vergleich an der Stelle. Und Kohle. Ohne Kohle geht ja für gewöhnlich nichts. Der Witz, Boss. Und wir haben da Laktose, nicht laktosefreie Milch. Ich freue mich, das wird lustig. So. Dann zischen wir mal. Pistazie Vanille übrigens. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Grüß dich, servus. Ah, das bist du eh schon. Vermisst du das nicht ein bisschen? Ehrlich? Ja. Na. Nicht? Was? Ja, war ja damals Shisha-Mann. Shisha-Macher. Ach so. Ja. Na, ich war dieser Shisha-Mann, wenn ein Kunde gesagt hat, Bruder, die Shisha kratzt oder die schmeckt nicht, dann habe ich zwei Züge gemacht und habe gesagt, Walla, Bruder, schmeckt. Solche gibt's echt. Jeder Shisha-Mann ever. Seht ihr Raffi überhaupt? So, jetzt seht ihr Raffi wieder. So, wir lassen das jetzt mal kurz stehen. Warten mal, dass es auf Betriebstemperatur kommt. Und ja, dann wird euch Dr. Sommer etwas mehr darüber erzählen. Ich bin mit meinem Schlauch. Liebe Grüße an Justin. Was? Liebe Grüße an Justin. Falls man das an der Stelle so machen muss. Wieso grüßt du mich, wenn du Probleme mit deinem Schlauch hast? Also, da hat ein dickes No Homo gefehlt. Schäumt dir nicht die Milch? Ja, das war zu viel Milch und zu... Ja, zu viel Milch, ne? Also nicht über 50% Milch nehmen, eher weniger. So 40 oder 30% reicht vollkommen. Das schäumt doch nicht. Ja, das war zu viel Milch. Ich glaube, man macht so 20% Milch und 80% Wasser. Oder 30, 70. Das riecht aber gut. Das riecht echt gut, ja? Das riecht wirklich gut. Wir sollten uns aber ein bisschen mehr stärken. Ich habe gesagt, nimmst keine Vollmilch. Der Shisha-Boss am Start. Die schäumt. So, jetzt mal ab. Ja, der Influencer hier natürlich noch am Start. Oh, so schlecht schmeckt das ja gar nicht. Aber es schmeckt nicht wie Shisha, es schmeckt eher wie so eine Vapekin. Echt? Mhm. Wie eine was? Ich finde, das schmeckt so fast schon so kuchenmäßig. Fuck. Ja, vorbildlich. Ich bin der Einzige, der hier auf seine Bakterien schaut, gell? Ich verhüte die lieber woanders. Das schneiden wir raus. Nein, das lassen wir. Ich möchte wirklich wieder eine... Ich finde das ein bisschen satisfying, so Rauch zu sehen. Nee, so. Ich glaube, nur Vanille wäre geiler als Pistazien. Nein, nur Vanille finde ich bringt gar nichts. Gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht, wie Pistazien schmeckt, ich esse das nicht. Das schmeckt aber auch nicht nach diesen Pistaziennüssen. Nee, es schmeckt gar nicht, als ob man gerade Pistazien essen würde. Ich hasse Pistazien. Meistens sind sie salzig. Ich finde nicht, dass man schmeckt. Vanille. Das Vanille ist schon sehr penetrant, sag ich mal. Viel was? Vanille. Nein, ich kann schon verstehen. Es ist echt nicht schlecht. Ah, dann ist mein Bildungsauftrag, also nein, das war jetzt nicht mein Bildungsauftrag. Mein Bildungsauftrag ist nicht rauchen, aber mein Influencer-Auftrag. Mein Bildungsauftrag ist nicht rauchen. In einem Video, wo es darum geht, wie er am liebsten raucht. Das macht Sinn. Ja, ja. Also. Ich werde nicht von dem Tabakanbieter bezahlt, aber ja, was soll ich machen? Ich hasse Pistazie, ich hasse Vanille und ich trinke keine Milch, aber es schmeckt trotzdem gut. Aber du musst viel ziehen, wenn du schmeckst so richtig. Aber es ist wieder wie bei der Vape, es riecht besser als es schmeckt. Finde ich. So viel Milch genommen, dass es so hart schäumt, dass es komplett den Schlauch hochkommt. Ekelhaft.
Ja, das wollte er natürlich nicht, dass da die weiße Flüssigkeit aus dem Schlauch in seinem No sexual. Ja, der war ja, Leute, das war, wie Justin am liebsten Shisha raucht, nachgemacht von Vini Vidi Vici, einem österreichischen YouTuber. Sehr, sehr interessant. Ich würde wirklich gerne mal wissen, was Justin zu dem ganzen Zeug hier sagt und was Justin sagen würde, wenn ich ihm einen Kopf baue. Wäre sehr interessant. Leute, wenn ihr mehr Reaction-Videos sehen wollt, Daumen nach oben raushauen, Abo da lassen und auf die Glocke drücken, damit ihr die auch nicht verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.